So, da sind wir wieder bei den Zwergen. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Ich hoffe, man hat mich besser gehört in den letzten beiden Folgen. Ich habe es zwar nachgeschaut. Ja. Sollte jetzt eigentlich klappen. Und jetzt stellen wir uns mal hoffentlich mal nicht so blöde an. Ich habe natürlich gefailt, indem ich. Achso, jetzt starte ich den Kampf. Ah, ja. So, Tungil kriegt einen kleinen Heiltrank. Und Böendil den großen, weil Böendal einfach ziemlich viel aushält. Okay, so, wer hat mich denn jetzt schon angeschrieben? Was ist denn das? Ach, Blödsinn, Twitter. Ach so, ich habe zwei Verletzungen. Böendil hat zwei Verletzungen. Er hat fünf. Und er hat null, okay. Ach, die tragen sie mit. Ah ja, okay. Warte, 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 nicht so hektisch. So gut wie erledigt. Hier kommt dein Ende. Ja? Erstmal zwei auf den Nachtmahr. Und jetzt? Weißt du was? Gehen wir alle auf den Nachtmahr und du machst den hier, Was ist? Böhnsal. Bin unterwegs. Geht dahin. Tungel. Auf dem Weg für Vrakas. Macht mal seinen Seitenschwinger. Oh, Moment. So gut wie erledigt. Ja? Was ist? Erledigt. Ja. Ja? Ja? Was denn? Hossa! Schluss damit! Einen Moment Geduld. Boindil, ich könnte hier mal deine Äxte gebrauchen. Und jetzt. Ei, ja? Was ist? Wo ist der andere? Ach, da. Was denn? Da ein kleiner weniger. Solche Kreatur. Er hat nichts gebracht. Sehr gerne. Und jetzt? Ja? Keine HP, ist okay. Und weiter. Komm, du kriegst ihn so noch. So einfach. Wo ist der nächste? Kreatur. Ja, das geht einigermaßen besser. Ja. Und jetzt? Er hat sich ja kaum gewehrt. In Ordnung. Also eigentlich müsste der Krähenschnabel ungleich viel mehr Schaden machen als die beiden zusammen. Ja? Keine APs, er hat AP. Wo ist der nächste? Ja? Ich brauche hier Hilfe. Schnell! Ja, beruhig dich. Ja, die haben beide keine AP, das ist natürlich jetzt Was etwas denn? Unpraktisch. Egal, klatschen wir es einfach weg. Für Vrakas. Ja, das wird schwierig.
So gut wie erledigt. Verdammt, wie viele kommen denn noch? Alle. Mhm. Tungel. Hm. So darf es nicht enden. Schade. Ja, es war natürlich doof, dass ich dann beim Händler nicht genug Heiltränke gekauft habe. Ich habe das ein bisschen unterschätzt wohl. Na gut, das war nicht ganz so schlecht. Probieren wir es nochmal. So. Ja. Erstmal einen Schluck Cappuccino. Und dann kann es weitergehen. So, ich glaube, ich lasse Tungel mal den blöden Heiltrank nicht nehmen, sondern... Böndil kriegt den und Böndal kriegt den. So. Komm her, du! Ja? Yeah. Ja? Angriff! Sofort! Schluss damit! Einverstanden. Das geht noch nicht. Boitil! Ich könnte hier mal eine Äxte gebrauchen. Oh, es ging aber schnell. Abscheuliche Kreatur. Ja, echt mal. Was denn? Mhm. Jetzt hat der Tungel den geblockt, oder was? Hat keiner, okay. Was er hat denn? Noch genug. Da ist einer weniger. Hm? Andere. Nimm meinen Platz einnehmen. Was? Ach, ich hasse das. Also eigentlich müssen wir Tungel schützen. Und ich versuche mal woanders hinzulatschen. Mal gucken, was passiert. Was soll denn das jetzt mittlerweile überhaupt mit diesem... Ist schon was länger her, aber... Warum ist hier immer abbrechen und nein und da immer ja? Jetzt... Das hat man ja früher nicht gehabt. Falls er eine Erklärung für hat, bitte gerne. Deshalb probieren wir es mal andersrum. Wow, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ja? Einverstanden. Was ist? Was denn? Wo ist der Nächste? Hm? Könntest du mal? Und weiter! Was ist? Ja? Und jetzt? So schnell bin nicht mal ich! Schade eigentlich! So einfach! Ja doch, gleich! Hm? Noch nicht? Was denn? Oh, hey! Dann einer weniger! Hm? In Ordnung! Immer mit der Ruhe! Bin unterwegs! Hat geschummelt! Ich verstehe es nicht. Ich muss alle meine Helden am Leben halten. Ich habe zu wenig Heiltränke. Ich bleib da jetzt einfach mal stehen, mal gucken, was passiert. Das Dumme ist, ich muss mich halt vorher ausrüsten.
Halt! Was ist? Schluss damit! Auf den Weg! Einen Moment Geduld. Für Wrakas. Nein. Verstanden. Ja, hier kommt dein Und Ende. Jetzt? Aber klar. Ja? Das geht noch nicht. Oh, hey! Oh! Ja? Gleich einfach nur auf die konzentrieren. Gleich geht's wieder. Hier kommt dein Ende. Was denn? Ja. Komm her, du. Was ist? Oh, das ist Pech für dich. Und dann könntest du mal. Sehr gerne. Immer mit der Ruhe. So, das war einer. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil... Was ist? Oh, und das ist Pech für dich. Erledigt. Ja? Ach, hey! Was denn? Ach, hey! Und weiter! Was ist? Immer mit der Ruhe! Ja? Ah, Mist. Wo ist der Nächste? Schon fast da. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ja? Die schlagen verdammt hart zu. Oh nein. Sofort. Zu einfach. Geh da weg. Geh doch da weg, Mann. Auf den Weg. Und da könntest du mal. Sofort. Und jetzt? Ja? Einverstanden. Oh, knappe Sache, ey. Ja? Auf den Weg. Er hat sich ja kaum gewehrt. Ja, es wird besser. Der Elb ist weg! Was für mich hast du gemacht? Vor allem wann? Ah, Schwachstelle. Engpass. Ah, schön. So. Und jetzt? Was ist? Wo ist der Nächste? Hey! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Einverstanden. Und jetzt? Ja. Einer weniger. Ja? Einen Moment Geduld. Okay. So. Darf es nicht enden. Nein! Egal, das probieren wir nochmal. Das war gut. Ja, gut, dann muss ich auf jeden Fall erst auf den Nachtmarkt gehen und dann. Halt. Moment, so. Tungel? Sofort! Ja? Oh, das ist Pech für dich! Bundal, könntest du mal? Bin unterwegs! Ja? Auf dem Weg! Angriff! Ja, wo will er hin? Sofort! Oh, hey! Ja? Hüah!
das wird jetzt schwierig, glaube ich. Weil der jetzt da rausgerannt ist. Was ist? Was denn? Was denn? So gut wie erledigt. Nein, ihr sollt den Typen angreifen. Hallo. Hier kommt dein Ende. Und du auf nicht. Was ist? Schluss damit! Ja? Kinder. Abscheuliche Kreatur. Oh, das ist Pech für dich. Das sind zwar keine Schweineschnauzen, aber naja. Was ist? Zu einfach. Und weiter. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ja, ja. Was ist? So, Bohlendahl hat noch einen Trank. Gleich geht's wieder. Den kriegt er jetzt auch? So. Was denn? Wo ist denn mein, wo ist mein Gelehrter? Ach da, der ist da drin. Okay. Einer weniger. Was ist? Immer mit der Ruhe. Ja, ist ja gut. Ach, der liegt jetzt auf dem Boden. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Wo ist der Nächste? Ja? Kann das sein, dass ich Böen dir, beziehungsweise Tungel die ganze Zeit damit weghau? Und jetzt? Einverstanden. Was ist? Hat sich ja kaum gewehrt. Ja? Für Wrakas. Wo ist der Nächste? Angriff. So einfach. Schön immer, immer den Böen-Deal in seinem Kampf rausschalten, dann wird das um einiges schneller gehen, als wenn man langsam wartet. So. Für Wrakas. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Abscheuliche Kreatur. Komm, gewehrt. Was denn? Ja? So, dann auf dich den da. Alter. Ist das viel. Zu einfach. Ja? Könntest auf den Weg. Du mal? Oh nein! Wo ist er denn? Da ist er. Was denn? Der hat noch genug. Aus dem Kampf. Das ist nicht aus dem Kampf! Was ist? Nichts, alles gut. Und jetzt? Gleich geht's wieder. Was denn? Aber klar. Er hat sich jetzt weiter gewehrt. Aber klar. Oh nein, 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 nein. So halt, halt, nicht mal ich. Was ist? Ja? Das mit den Bäumen, ne? Ich muss über schade. Ausruhen. Ja, da habe ich Böen-Deal zu sehr reingebracht. Aber das machen wir nochmal. Entschuldigt, dass ich so rumfehle, aber anders geht's halt nicht. Ich könnte, Moment, ich habe eine Idee. Das könnte vielleicht unter Umständen blöde werden, aber passt das? Passt. Halt! Halt! Ja. Auf
Sehr gerne, solche Kreatur. Einverstanden. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Suppertür mal mit der Sicht, aber... Auf den Weg. Drin da? Hm. Ist da drin, sehr gut. Hier kommt dein Ende. Schluss damit! Sehr gerne. Einer nach dem anderen. Er hat sich ja kaum gewehrt. Ja? Und der kommt da, der kommt hier nicht durch. Das finde ich gut. Einverstanden. Und jetzt? Ja, ja. Nun fast da. Einer nach dem anderen. Ich weiß, das ist jetzt noch nicht langweilig, aber... Ja, kaum gewehrt. Wo ist der nächste? Er hat sich ja kaum gewehrt. Bin so unterwegs. Ja? Mhm. Oh, jetzt habe ich... Ich habe tatsächlich Böen da weggehauen. Ja? Bam, einer weniger. Hat sich ja kaum gewehrt. Zu einfach. Was ist? Yeah. Ein Moment Geduld. Auf den Weg. Ja? Yeah. Was denn? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Das glaubst du? Was ist? Hat sich ja kaum gewehrt. Bin unterwegs. Ja? Sofort. Und langsam nachrücken. Und jetzt? Hm? Yeah. Und weiter. So gut wie erledigt. Mhm. Erledigt. Sofort. Was denn? Ab solche Kreatur. Hm? Das ist zu einfach. Ja, ja, ja. Hm? Yeah. Mhm. Komm, geh mal auf den Angriff. Sofort, Angriff. Und jetzt? Hossa! Er hat sich ja kaum gewehrt. Was denn? Bin unterwegs. Ja? Yeah. Yeah. Und weiter! Ja! Geht doch! Ha, for fuck's sake, ey! Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Zwerge? Ihr habt den Hain beschützt? Mann, wer schreibt mich denn jetzt gerade in Skype an? Ja? Das tote Land. Die Barriere ist gefallen. Du spürst, wie sich dein Magen verkrampft. Anders als Boindil bringst du kein Wort heraus. Die verfluchten Magi hatten nur eine Aufgabe. So ist es also, wieder aufzuerstehen. Ich fühle nichts. Mir bleibt nichts. Meine Liebe, meine Schönheit, mein Zuhause und mein Wald. Mir wurde alles genommen. Ich bitte dich. Habe Mitleid und setze meinem Leiden ein Ende. Auch ohne in ihre Augen blicken zu können, erkennst du die Traurigkeit in der Miene der Elbin.
Die Erhabenheit, die sie einmal ausgestrahlt haben muss, lässt sich in ihrer jetzigen Verfassung nur noch erahnen. Goren war hier und ich habe gehört, ihr Elben verfügt über besondere Fähigkeiten im Kampf. Haben euch die Albe im Schlaf überrascht? Ich spürte ihre Gegenwart. Doch als ich die Albin stellte, hatte sie schon die ersten von uns getötet und das tote Land ließ sie wieder auferstehen. Es flutet Menschen und Zwerge mit Hass auf das Leben. Was macht euch zu Bestien? Wie Furien stürmten sie durch das Dorf und jeder, den sie töteten, wurde einer der ihren. Wenn sich das tote Land weiter nach Süden ausdehnt, braucht Nordorn keine Orks, Oger oder Albae. Ein Mensch, der auf dem toten Land das Leben verliert, würde ausreichen, um den Wahnsinn wie eine Seuche über das Land fegen zu lassen. Gut, dann erfüllen wir immer diesen Wunsch, weil also so sollte keiner leben. Dir dreht sich fast der Magen um, doch du weißt, dass es richtig ist. So ernst hast du die Zwillinge noch nie gesehen. Sie würden sich einer Armee von Orks entgegenstemmen, aber hier geht es um etwas jenseits ihrer Macht. Oder deiner. Wir brauchen die Magi. Sie müssen die Barriere wieder errichten. Dann müssen wir nämlich dahin. Wir müssen zu Lord Ionan, bevor sich das tote Land weiter ausbreitet. Er wird wissen, was zu tun ist. Keiner deiner beiden Begleiter erhebt Einspruch. Gut, dann... Ich kann es kaum fassen. Die Barriere soll gefallen sein? Wie konnte das geschehen? Wer weiß schon, was bei diesem Hokuspokus alles schiefgehen kann. Sie hat das tote Land seit dem Fall der Fünften zurückgehalten. Es ist die oberste Pflicht der großen Magi, die Barriere zu stärken, wann immer sie an Kraft verliert. Ich kann mir nicht denken, wie Nordon oder sonst jemand sie überwunden haben will. Du denkst an den Dämon, der in Gorens Brief erwähnt wird. Du fragst dich, ob es möglich sein könnte, dass ein Dämon aus dem jenseitigen Land über Mächte verfügt, mit denen die sechs Magi nicht gerechnet haben. Durchaus, durchaus. Oh, Burndy ist Level 5, ich bin Level 4. Burndal braucht noch eine Zeit. Okay. Ah ja, jetzt kann ich weitermachen. Was ist denn das hier? Springen... hat Böendil schon. Ich nehme mal den Anstürmen. Weil zweimal springen muss nicht sein. Außerdem finde ich, Anstürmen macht mehr, mehr Schaden macht es nicht unbedingt. Aber man muss ja auf Diversität setzen, deswegen. Bei den beiden weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ob ich den Schaden nehme oder die Verstärkung. Ich glaube Verstärkung, weil Schaden macht er auch schon so genug, glaube ich. Scheiße, dass es kein Pen and Paper ist. Das würde um einiges einfacher sein. Könnte sich das ausrechnen. So, Kampfrausch. Doppelt so viele AP. Das heißt, ich kann meine Fähigkeiten schnell hintereinander einsetzen. Oder wir machen 25% mehr Schaden in kurzer Zeit. Für 3 Sekunden? Das ist viel wenig. Dann auf längere Sicht eher das hier. Und das macht. Ja, das kommt ganz zum Schluss. Ich fand eine Perle, 385 Gold und 20 Tagesrationen, also habe ich jetzt 40 Gold. Keine Ahnung, wie viel habe ich denn jetzt? Mehr. Auf jeden Fall mehr. Ja, das mit dem Dämon, das ist so eine Sache, ich will jetzt hier nicht spoilern, weil eigentlich erfährt man das auch nicht so wirklich, was es ist. Das wird halt in den Bereich der Albe gesagt, in den Büchern. 51 Rationen, okay, beziehungsweise verbessert zu dem 10%. So, wie ist denn jetzt eigentlich mein... Okay, ich versuche mal... So, da ist ein Händler. Gibt es noch eine Ork-Horde? Ich sehe keine. Jeden Abend, seit ihr Grünhain verlassen habt, hast du dir Gorens Bücher angeschaut und versucht, ihnen ihr Wissen zu entlocken.
Doch nun musst du dir eingestehen, dass du sie nicht entziffern kannst. Sie sind in der Gelehrtenschrift für hohe Magi verfasst. Und diese hat Lord Ionan dir nie beigebracht. Na, so ein Scheiß. Bist du dir sicher, dass die Bücher wichtig sind? Warum sonst sollte Goren sie Turgur, dem Schönen, zukommen lassen wollen? Mit einem Seufzen verstaust du die Bücher. Dabei fällt dein Blick auf den Beutel, den Lord Ionan dir mitgegeben hat. Hat Goren Lord Ionan um die Rückgabe der magischen Artefakte im Beutel gebeten? Wenn ja, könnten sie... Du nimmst den Beutel und betrachtest ihn. Lord Ionan hat mir verboten, den Beutel zu öffnen. Das Dörfchen Sonnenhag macht seinem Namen alle Ehre. Ihr kommt an, als die Sonne hinter dem Turm eines Palandiel-Tempels untergeht und die farbigen Fenster erstrahlen lässt. Es gibt einen Laden im Dorf und durch die Fenster erspähst du neben Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln auch ein gefülltes Bücherregal. Als ihr den Laden betretet, klingelt eine kleine Glocke. Die Zwillinge schauen sich etwas um, wirken aber eher desinteressiert, bis sie ein paar ausgestellte Edelsteine entdecken. An der Wand zu deiner Linken ist das Bücherregal, das du schon durchs Fenster gesehen hast. Es ist ungewöhnlich für einen Dorfladen, Bücher zu führen. Du schlenderst zum Bücherregal und liest einige der Titel auf den Buchrücken. Du kennst viele der Werke aus Lord Ionans Bibliothek. Oh, bei Wrakas Schau, Bruderherz! Der Gelehrte ist tatsächlich bei den Büchern. Es ist eine interessante Auswahl, Boindil. Ich könnte dir ein paar gute Empfehlungen geben. Boindil schlingt seinen Arm um deine Schulter und zieht dich langsam vom Bücherregal weg. Wenn dich einer so sieht! Hier! Das ist doch eher was für uns. Widerwillig folgst du ihm und lässt dir die Auswahl an Edelsteinen zeigen. Das finde ich auch immer interessant. Wie kommen die Zwerge an Wissen, wenn die doch keine Bücher lesen? Also jetzt, wenn wir jetzt mal hier ausgehen, nicht von dem Wissen, was ich noch im Buch habe. Ich meine, Boindil erfährt vieles aus dem Kampf heraus, aus dem Leben, aber er liest nicht. Und Boindil, So, jetzt kaufen wir mal aber so ein bisschen. So. Kleines, das ein bisschen mehr Schaden, ne, bringt mir nichts. Ach, der hat nur einen. Ich weiß nicht, ob man die Laute irgendwie noch braucht oder verkaufen kann. Na egal. Achso. Forrester. Turmweiler da unten. Aber hier sind keine Orks mehr. Doch da. Nee. Doch da sind sie. Egal, wir probieren jetzt erstmal hier wegzukommen. Wie in den Nächten zuvor plagt dich das Bild der Elbin, die in Grünhain an den Baum genagelt wurde. Du fährst aus dem Schlaf hoch und blickst dich um. Die Nacht ist ungewöhnlich dunkel. Trotz deiner guten Zwergenaugen kannst du Boindal, der Wache hat und nur einige Schritte von dir entfernt steht, nur als Umriss wahrnehmen. Du willst dich wieder hinlegen, doch plötzlich fühlst du etwas Kaltes an deinem Hals. Neben dir schiebt sich das blasse Gesicht eines Alps in deinen Blickwinkel. Guten Abend. Ich fürchte, wir haben einander in Grünhain verpasst, so dass es meine Gefährtin allein mit euch aufnehmen musste. Ja, was machen wir da am besten? Befreien, Hilfe rufen, ich probier's mal. Du willst etwas sagen, doch die Klinge drückt auf deinen Kehlkopf und du kriegst nur ein Röcheln heraus. Du musst nicht reden. Ich werde dich nicht töten. Noch nicht. Weißt du, was ich stattdessen tun werde?
Du suchst fieberhaft nach einer Antwort, aber du kannst dir nicht einmal vorstellen, wie ein Alp denkt. Ich werde alle töten, die dir etwas bedeuten. Ich werde dein Leben zerstören und du wirst in der Hoffnungslosigkeit versinken, Unterirdischer. Dein Verderben heißt Sintoras. Du spannst deine Muskeln an, um dich zu wehren. Doch plötzlich merkst du, dass die Klinge von deiner Kehle verschwunden ist. Du siehst dich verwundert um. Der Alp ist nirgends zu sehen. Du blickst zu Boindal hinüber, der im hellen Mondlicht jetzt gut zu erkennen ist. Neben dir schmatzt Boindil im Schlaf. Du fasst an deinen Hals und als du nichts fühlen kannst, atmest du erleichtert aus. Nur ein Albtraum. Nur ein Albtraum. Das sagst du dir zumindest. Doch den Rest der Nacht tust du kein Auge zu. Ja, das ist natürlich die Frage. Oh, da wir gerastet haben, haben wir jetzt keine Verletzung mehr? Ist das so? Okay, er braucht noch zwei. Ingrimsch. Achso, das kann uns auch passieren. Ach, das ist ja gemein. Böendils Ingrimsch kann bei Schaden erwachen. Böendil macht in kurzer Zeit viel Schaden, kann dafür aber nicht mehr gesteuert werden. Das ist nämlich auch, warum er seinen Namen hat, Ingrimsch. Sein Lebensfeuer brennt so heiß, dass er irgendwann die Kontrolle verliert. Im Kampf besonders. Und was hat er? Steinhart. Böendal verliert nie mehr als 5% seiner maximalen Lebensenergie auf einmal. Ja, deswegen hält er auch so viel aus. Und Tungel ist halt dickköpfig, bei Lebensenergie unter 30 erhält Tungel Boni auf Rüstung und Schaden. Ja. Ihr kommt nach Porista und geht direkt zum Sitz des Rates der Magi. Eine besorgt reinblickende Wache versperrt euch den Weg. Tut mir leid, wir dürfen niemanden in den Palast lassen. Die Wache blickt sich nervös um. Blitze, vor ein paar Tagen. Nicht wie bei einem Gewitter, sondern in allen Farben des Regenbogens. Am nächsten Tag hieß es, die Magi seien alle wieder abgereist und Meister Nudin dürfe nicht gestört werden. Niemand darf seitdem in den Palast, selbst wir nicht. Die Nachricht von den Blitzen beunruhigt dich nicht weiter. Im Gegenteil, wenn die Magi zurück in ihre Reiche gereist sind, kann das doch eigentlich nur bedeuten, dass sie die Barriere stärken konnten. Du bist gespannt auf Lord Ionans Bericht im Stollen. Okay. Ja, gut. Naja, gut. Das, Ach, dem Händler jage ich jetzt nicht hinterher. Auch wenn es jetzt ein bisschen so... Erneut packt Boindil seinen Zwergenkäse aus und garrt ihn über dem Feuer. Als er dir ein Stück reicht, nimmst du es an. Wusste ich doch, dass wir aus dir noch einen Zwerg machen können. Du kaust auf dem Käse herum, um nicht antworten zu müssen. Der Geschmack ist doch besser, als du anfangs gedacht hast. Händler! Ah, so sieht man sich wieder, werter Zwerg. Tungdil, nicht wahr? Interesse an unseren Waren? Kenn ich den? Was ist das? Ja, komm. Hätte man vorhin auch nehmen können. Ja, komm. Was haben wir hier noch? Die Perle. Oh. Habe ich eigentlich eine Begrenzung an Items? Früher, als ich noch nicht wusste, wie das ausgesprochen wird, habe ich immer Items gesagt. Zur Zeit zu Pokémons. Das heißt ja, also von Rot, Grün und... Rot, Blau und Gelb. Nicht Grün. Ihr verabschiedet euch von den Händlern und setzt eure Reise fort. Ach, die waren das. Okay. So, ich guck mal kurz, wo die Horde ist. Huch.